it's all your party. Na, so lustig ist gar nicht. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Jennifer Lawrence. Bei der werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, Freunde. Da haben wir volles Programm. Da wartet Jennifer Lawrence und Chris Pratt auf uns. Irgendwas stimmt nicht. Ganz gewaltig nicht. Aber erst morgen. Jetzt geht's erstmals zur Pressevorführung und dann noch auf ein Geburtstagsbierchi. Ja, heute frische, knackige 27 und das faltenfrei. Na gut, faltenfrei wäre übertrieben, aber gut gehalten. Deswegen volles Programm. Legen wir los. Hallo, guten Tag, willkommen an Bord. Dankeschön. Schönen Tag noch. Danke ebenfalls. Berlin, here we are. Normalerweise streiken ja die Piloten. Hier anscheinend gerade die Busfahrer. Alle aus dem Bus raus. Jetzt muss ich mir eine Alternative suchen. Keine Ahnung, wie ich zum Hotel komme, aber auch das gehört zum Busfahren dazu. Und ja, da wird gelacht. Na, so lustig ist gar nicht. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Na, super. Potsdamer Straße 3 ist. Auch nicht. Ich wäre narrisch. Ich bin da. Jawohl. Weiter geht's. Hallo. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in einem Hotel oder in einer Wohnung bin. Ja? Das ist das Bad. Weiter. Schlafzimmer. Es gibt ein Geburtstagsbier. So, schnell abgeduscht und jetzt geht's schon zur Pressevorführung von Passengers. Ich bin schon wirklich gespannt, wie Chris Pratt und Jennifer Lawrence da miteinander spielen. Also, Film ab. Weißt du, was hier vor sich geht? Sonst ist niemand wach. Ich glaube, mit den Schlafkammern ist was schiefgelaufen. Wir sind zu früh aufgewacht. 90 Jahre zu früh. Ich muss sagen, es ist mehr Liebesfilm als erwartet. Keine Sorge, trotzdem jede Menge Action. Und auch Jennifer Lawrence, wie gewohnt, sehr, sehr souverän. Aber Chris Pratt, von dem war ich richtig, richtig beeindruckt. Den kennt man eher als lustigeren, aufgeweckteren Typen. Und jetzt zeigt auch mal, dass er ernstere, ruhigere Rollen spielen kann. Also echt, Hut ab, Chris Pratt. Das Bett, Alex, muss morgen arbeiten. Genau. Hübsche Frau interviewen. Ja, Jennifer Lawrence. Die kann hat was, machen. Oder? Das kann man mal machen. Das kann man mal machen. Interviewen. Bisschen aufgeregt? Geht eigentlich. Schon routiniert, geht ja, knallhart. Das kriegst du schon. Knallhart im Business. Nein. Jennifer Lawrence ist, glaube ich, eine Herausforderung. Chris Pratt. Ja. Die sind ganz ein cooler, habe ich schon mal interviewt. Thank you, Alex. Thank you to the people of Austria. Wo kann man das gucken, das Interview? Auf meinem YouTube-Channel. Da werde ich mal vorbeischauen. Ja? Bei der werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Na gut, dann perfekt. Schnell ins Bett und bis morgen. Gute Nacht. Jetzt schon im Taxi am Weg zum Adlon, wo wir gleich Jennifer Lawrence und Chris Pratt treffen. Und schon gestern habe ich die Liste gesehen. Journalisten aus Norwegen, aus Deutschland, in Belgien, Holland, Schweiz, Schweden und auch hier meine Kollegen aus Italien. Ciao. Und die sind auch schon ziemlich nervös, aber die sagen auch, Jennifer Lawrence soll nicht ganz unkompliziert sein. Ich habe leider auch eine Liste bekommen, was ich machen darf und was nicht. Da steht drauf, no personal contact, no selfies, no autographs, no private questions. Also, ja, mal schauen. Ich wollte eigentlich mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence Geburtstag feiern. Hätte, glaube ich, recht nett sein können. Aber ja, jetzt schauen wir mal. Anschnallen muss ich mich. Okay, jetzt schauen wir mal, wie das Interview wird. Vielleicht kriege ich ja trotzdem die ein oder andere
private Sache aus ihnen raus. So, first of all, today it's my birthday, so it's a special honor to celebrate it with you. Happy birthday. What the hell are you doing here? Yeah, you know, a friend of mine tried to make a surprise party, but I'm here for you guys. Surprise! It's all your party. So first of all, you shoot it for months, 16, 17 hours a day. How hard was this for you guys? So it's the toughest movie I've ever done. Really? Just like for purely physical endurance. I think we figured last night with the commute from work, we would go about 20 hour days. Really? Of like working, not yeah. napping. Yeah. Are you a resentful person? Would you be mad? Could you ask another question? Okay. Could you ask another question? So, schon wieder fertig mit dem Interview und schon im Taxi Richtung Tegel, Richtung Flughafen. Und es war das erwartet zurückhaltende Interview von zumindest Jennifer Lawrence. Die ist da eiskalt. Also ich habe da eine Privatfrage nur angedeutet und ihre Reaktion war sofort next question, next question. Could you ask another question? Okay. Also die ist da sehr bedacht drauf, ihre Privatsphäre zu schützen. Finde ich immer interessant, die Spannbreite, weil ein Dwayne Johnson, ein Kevin Hart, die machen echt jeden Blödsinn mit. Und meiner Meinung nach ist genau das, was sie sympathisch macht, was sie menschlich macht. Aber gut, war trotzdem ein nettes Interview, sie haben mir zumindest zum Geburtstag gratuliert. Danke an dieser Stelle. Und für mich geht es jetzt nach Wien auf die Geburtstagsfeier und auf die freue ich mich sehr. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Macht es gut.